Der Harntrakt besteht aus der Niere, den Harnleitern, der Harnblase und der Harnröhre. Die Niere ist dafür zuständig, den Säure-Basen-Haushalt im Körper und den Wasserhaushalt zu regulieren. Das heißt, die Niere entscheidet in Anführungszeichen, was den Körper verlassen soll und produziert dadurch den Urin. Dieser Urin wird anschließend über den Harnleiter an die Harnblase abgegeben. In der Harnblase wird der Urin dann gespeichert und die Harnblase hat die Funktion, diesen Urin zu sammeln und zu einem bestimmten Zeitpunkt kontrolliert abzugeben. Und das passiert dann anschließend über die Harnröhre.